Änderung der Reisekostenpauschalen und warum das für dich als Gründer interessant sein könnte. Ich bin Julia und als Gründungsberaterin helfe ich dir, wenn du dich selbstständig machen willst, dabei, die bestehenden oder anstehenden Formalitäten zu meistern, damit dein Start ein voller Erfolg wird. Wie gesagt, ich möchte heute noch einmal kurz über die Reisekostenpauschalen sprechen. Ich hatte das in einem meiner letzten Videos schon mal getan. Hier sind aber die eine oder andere Frage aufgetaucht und dazu möchte ich noch mal deshalb ein paar Sachen sagen. Wie du sicher schon mitbekommen hast, sind also die Reisekostenpauschalen vor allem hier im Inland geändert worden. Das betrifft einmal die Abwesenheit von 8 bis 24 Stunden wurde erhöht auf 14 Euro und die ganztägige Abwesenheit, also von 24 Stunden, wurde auf 24 Euro erhöht. Was hat das nun für dich als Gründer oder als Selbstständiger für Konsequenzen? Oder inwieweit nützt das etwas für dich oder bringt dir das etwas? Ganz einfach, weil die Reisekosten werden häufig vergessen, einfach deshalb, weil es natürlich etwas mühsam ist, um das Ganze aufzuschreiben und nachzuweisen und zu dokumentieren. Hier stellt sich natürlich die Frage, wie dokumentierst du das? Also wenn es einfach um die Reisekosten geht, also um die Dauer deiner Abwesenheit, dann reicht es einfach aufzuschreiben, wann du wo gewesen bist, das heißt also, wann bist du weggefahren, wo bist du hingefahren, zu wem, mit welchem Ziel oder mit welchem Vorhaben und wann bist du wieder zu Hause zurückgekommen oder angekommen. Das ist ausreichend, um die Dauer deiner Abwesenheit von zu Hause nachzuvollziehen und auch dem Finanzamt darlegen zu können. Das ist die eine Seite. Ist die Frage, für wen könnte das jetzt eigentlich interessant sein? Natürlich nicht für jeden Gründer. Das ist ganz klar. Also wenn du jetzt vielleicht zu Hause in deinem stillen Kämmerlein 8 Stunden arbeitest und ansonsten eigentlich so gut wie nicht rauskommst, vielleicht mal auf die Post oder auf die Bank fährst, dann ist das natürlich jetzt nicht ganz so relevant für dich. Aber es gibt ja bestimmte Selbstständige oder auch gerade Gründer, die zum Beispiel bei verschiedenen Kunden vor Ort arbeiten. Das heißt also, sie fahren zum Kunden A. Später am Tag fahren sie vielleicht noch zum Kunden B oder sie fahren an einem Tag in der Woche zum Kunden A, sind dort vielleicht den ganzen Tag beschäftigt und an einem anderen Tag fahren sie zum Kunden B. Und dann lohnt sich das schon. Also einfach deshalb, weil das über die Menge sich natürlich rechnet. Wenn das nur eine einmalige Geschichte ist, klar, dann kann das nicht so sehr viel sein. Aber wenn du regelmäßig vor Ort bei deinen Kunden zum Beispiel arbeitest und das immer über einen längeren Zeitraum, dann ist das durchaus relevant, nach dem Motto, Kleinvieh macht auch Mist. Ja, also wenn du oft genug gefahren bist und die 14 Euro jetzt ansetzen kannst, dann, wie sagt man so schön, dann läppert sich das schon zusammen. Interessant wäre es zum Beispiel auch für, sag ich mal, Marktverkäufer, die also häufig unterwegs sind, auf Märkten stehen oder auch, was ja auch bei vielen Gründern der Fall ist, dass du in einem sogenannten Coworking Space unterwegs bist. Das heißt also, du hast irgendwo anders ein Büro mit angemietet, in der Regel ja mit anderen zusammen. Und ja, dort fährst du jetzt auch nicht unbedingt hin, um vielleicht 1 oder 2 Stunden zu arbeiten, sondern schon zusammenhängend über einen längeren Zeitraum. Soll sich ja auch rechnen. Oder gerade auch, wenn du eine größere Anfahrt zu diesem Coworking-Space hast, dann rechnet sich das auch, weil einfach in der Summe die Anfahrt, der Aufenthalt, die Rückfahrt dann auch durchaus schnell mal auf die 8 Stunden kommen kann. Wie gesagt, wichtig ist ganz einfach für dich, dass du die Sachen auch aufzeichnest, weil, wie gesagt, das Finanzamt natürlich hier gegebenenfalls eine genaue Aufzeichnung haben möchte. Deshalb ist das also, ja, natürlich mit ein bisschen bürokratischen Aufwand verbunden, aber es lohnt sich definitiv. Also ich habe Mandanten, da kommen wirklich etliche 100 € zusammen übers ganze Jahr und das ist dann einfach ein Posten, den man einfach nicht verschenken sollte, wenn es dann an die Steuererklärung dann später geht. Entschuldigung, Verpflegungsmehraufwendungen können natürlich auch abgerechnet werden, wenn du ins Ausland fährst. Hier sind also nicht alle geändert worden. Es gibt manche, die sind erhöht worden, genauso wie bei uns in Deutschland. Es gibt einige, die sind sogar runtergesetzt worden. Und es gibt auch einige, die einfach gleich geblieben sind. Von daher, wenn du im Ausland unterwegs bist, dann informier dich einfach vorher, welche Verpflegungsmehraufwendungen angesetzt werden können. Also nochmal zur Erläuterung, diese Verpflegungsmehraufwendungen und die Reisekostenpauschalen,
bezeichnen eigentlich immer dasselbe. Also nicht verwirren lassen, wenn ich auch da mal vielleicht verschiedene Begriffe benutze. Und einfach nachschauen, gibt es direkt Tabellen vom Bundesministerium für Finanzen, wo diese Pauschalen aufgeführt sind und wo du genau nachschauen kannst, wie lange du unterwegs bist und demzufolge die entsprechenden Pauschalen abrechnen kannst. Das sollte heute einfach nur mal kurz noch eine Darstellung zu diesen Verpflegungsmehraufwendungen oder Reisekostenpauschalen sein. Wenn du dazu irgendwelche Fragen hast, dann schreib mir gerne in die Kommentare oder auch über eine PN. Ich werde schnellstmöglich darauf antworten. Wenn du noch mehr Input in diese Richtung haben möchtest, dann geh einfach auf meine Seite www.julialee.de/newsletter. Dort kannst du dich wieder, wie der Name eben auch sagt, in den Newsletter eintragen. Und ich verspreche dir, du erhältst regelmäßig frischen Input, der dir weiterhelfen wird in deinem ganzen Gründungsprozess. Wenn du Freunde hast, die sich vielleicht auch gerade selbstständig machen wollen oder vielleicht ähnliche Fragen haben, würde ich mich freuen, wenn du das Video weiterleitest. Ansonsten freue ich mich natürlich auch, wenn du das Video likest. Und ja, ich wünsche dir dann heute noch einen schönen Abend, noch eine schöne Woche und wir sehen uns spätestens nächste Woche dann wieder zu einem neuen Video und zu einem neuen Thema. Bis dahin, alles Liebe, deine Julia.